Bei den Kollegen der BBC heißt es jeden Freitag, Friday Night is Music Night. Das ist eine Konzertreihe, die dem englischen Publikum Auftritte der größten Musiker der Welt, von Pop über Jazz bis Oper, bietet. Eines dieser Konzerte hat jetzt unsere Song Contest-Gewinnerin Conchita absolviert. Wir haben sie begleitet. In London erfüllte sich an diesem Wochenende ein besonderer Traum für Österreichs Superstar Conchita. Im altehrwürdigen Palladium spielte die Künstlerin gemeinsam mit dem BBC Concert Orchestra ein fulminantes Konzert ein, das seit über 2 Jahren vorbereitet wurde. Ich bin einfach wahnsinnig aufgeregt und ich glaube, deswegen kann ich es noch nicht genießen. Es ist ein bisschen überwältigend. She's a nightmare. Sie ist ein Albtraum. Nein, sie ist absolut reizend, sie arbeitet sehr hart, ist unglaublich gut vorbereitet und das Orchester liebt es, mit ihr zu arbeiten. The orchestra loved working with her. Nichtsdestotrotz sind sehr, sehr viele Songs dabei, die sehr anspruchsvoll sind. Nicht zuletzt Somewhere Over the Rainbow von Judy Garland. Und ich dachte mir, oh, warum genau habe ich Ja gesagt, dieses Lied zu singen? Also das sind schon einige Stationen in dieser Setlist, die mir noch ein bisschen... Also ich sage Sorgen bereiten, aber alles wird gut laufen. Wir haben die letzten Tage schon sehr viel darüber geredet, auch bandintern, dass das schon ein ziemlich großes Ding ist, weil einfach das Palladium eine Wahnsinnsgeschichte hat, ein unglaublich legendäres Theater. Sozusagen zu denken daran, wer da auf der Bühne schon alle gestanden ist, das ist schon alles sehr besonders gerade. Überhaupt nicht Routine. Es ist auch etwas mehr als nur die Konzerte für mich, weil ich, sie ist ein Role Model für mich, um frei zu sein und zu sein, wie du wirklich sein möchtest selber. Es war unfassbar, Ich wurde so getragen von diesem Publikum und von dem Orchester, das war einfach eine Gaudi.